Am ersten Adventssonntag fand in der Marienkirche das Adventkonzert der Musikschule Wattens statt. Das Benefizkonzert stand ganz im Zeichen der Spendenaktion »Das Christkind hat mich nicht vergessen«, welche im vergangenen Jahr von 3 Unternehmen aus der Region und der Vinzenzgemeinschaft Wattens ins Leben gerufen wurde. Der Erlös geht auch heuer wieder an benachteiligte Kinder aus Wattens, um auch deren Weihnachtswünsche erfüllen zu können. Die zahlreichen Besucher konnten in den Kirchenräumen der Marienkirche den weihnachtlichen Klängen verschiedenster Ensembles lauschen. Neben dem Chor der Musikschule, Choropax, gaben auch noch weitere Musikgruppen ihr Können zum Besten. So unter anderem das Blasorchester, das Streichorchester, ein Klarinettenensemble und ein Gitarrenensemble. Wir bedanken uns schon jetzt für die zahlreichen und großzügigen Spenden, mit denen wir den Kindern aus Wattens eine große Freude zu Weihnachten bereiten können. Auch der Musikschule Wattens einen herzlichen Dank für die Unterstützung dieser Aktion mit ihrem Adventskonzert. In diesem Sinne wünschen wir allen eine besinnliche und friedliche Adventszeit. Yeah.